Menschen, die anderen helfen. Mitgefühl. Auf diesem Fundament wurde Gotham errichtet. Und voll Stolz erschuf ich Gothcorp auf demselben Fundament. Deshalb nennt man uns die People Company. Vielen Dank. Mr. Boyle ist wohl erpicht auf Ihren Titel als Gothams wohltätigster Industrieller. Gotham braucht mehr Leute wie ihn. Bruce! Ich bin überwältigt von Ihrer Unterstützung. Sie verdienen sie. Sie werden die Welt verändern, Ferris. Wir verändern sie gemeinsam, richtig? Verzeihung, Mr. Boyle, die Presse wartet. Hier entlang, bitte. Ich denke, die Zukunft hält sehr, sehr viel bereit für Gotham. Also, es ist bald Mitternacht und ihr wisst ja alle, was das heißt. Und jetzt starten wir diese Silvesterparty mit einem... Wer hat hier seine Heizrechnung nicht bezahlt? Alfred, wo ist Ferris? Stehen bleiben sofort! Ja, hab ihn! Der Butler ist völlig durchgedreht. Habt ihr Feiglinge Angst vor einem alten... Nimm's einfach locker! Ich hoffe, die Vase da war nicht wertvoll. Schaut euch den rechten Schlüssel an. Bis dann, Bruce. Ist dir ja leicht. In Ordnung? Alles halb so wild. Das sind Pinguinsmänner. Was wollen sie mit Ferris? Ist noch unklar. Jemand in einem mechanisierten Anzug führt sie an. Ich muss Ferris vor ihnen finden. In dieser Aufmachung sind sie uns keine Hilfe. Sie müssen ihren Anzug wechseln. Der schnellste Weg zur Betthöhle führt durchs Arbeitszimmer. Augenblick bitte. Ich habe gehört, im Ballsaal sei gerade ein Eisberg explodiert. Ich brauche Details. Was ist passiert? Wer glauben Sie... Wo ist Ferris? Er ist nie zum Interview erschienen. Halt. Sie wollen doch nicht allein daraus, oder? Folgen Sie Alfred. Er bringt Sie in Sicherheit. Bei all diesen Gästen hier sollten Sie vielleicht im Weinkeller nach diesem Gegenstand suchen. Verstanden. Seien Sie in der Bibliothek vorsichtig. Pinguinsmänner sind in der ganzen Villa verteilt. Bleib aus der Schusslinie. Keine Heldentaten. Diese Tiere ängstigen mich nicht. Alfred. Gehen Sie lieber in den Weinkeller, bevor ich mich allein mit Pinguins Gang anlegen muss. Wie sollen wir hier noch rauskommen? Diese Männer sind bewaffnet. Ich muss sie lautlos ausschalten, wenn ich nicht erschossen werden will. Oh Mann, sieh dir all dieses Zeug an. Ich werde so reich sein. Denk dran, diese Perlen gehören mir. Wir schnappen sie mir, bevor wir die Bude abfangen. Ich muss schon sagen, dieses Planetending da oben ist ziemlich cool. Ich sehe nichts.
Neues gesehen? Wer hat die Zeit, so viel zu lesen? Mal ehrlich. Alles hier ist teuer. Warum will der Pinguin, dass wir mit diesem Mr. Freeze arbeiten? Na warum? Hast du nicht diesen Eisstrahler gesehen? Freeze hat ihn dazu gezwungen. Nein, wir helfen Freeze, Boyle zu finden und er gibt uns mehr von diesen Eisstrahlen. Ah, ich hoffe, ich kriege auch einen. Du? Du würdest dich damit doch nur selbst einfrieren. Ich friere dir gleich das Maul zu. Jetzt hätte ich ja schön. Dass sich der Eingang im Verkostungsraum befindet. Suchen Sie nach der Statue.